durch Wahlen auf jeden Fall hat man da einen Einfluss, aber nein, weil viel nach den Wahlen ja dann oben passiert im Bundestag mit den Abgeordneten, die man ja gewählt haben, die ja dann die tatsächlichen Entscheidungen treffen. Mir würde jetzt nicht so viel einfallen, außer dass ich wählen gehe, wobei ich nicht weiß, ob das ja ganz viel bringt. Also ich glaube, dass ich die Demokratie mitbestimmen kann, indem ich eben im Freundeskreis meine Meinung vertrete, die natürlich dann auch öffentlich versuche zu vertreten. Das heißt, nicht nur im Freundeskreis, sondern eben auch, wenn man in allgemeinen Gesprächen ist, vielleicht an der Theke, vielleicht irgendwo am Sportplatz, wo man Menschen eben kennt. Und so versuche ich eben, die Demokratie auch weiterhin zu beeinflussen.